Also wenn das nicht die größten Nudeln der Welt sind, dann weiß ich auch nicht. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Have no need to fight tonight, tonight. Freunde, heute ist Sonntag, heute ist Rest Day und das erste, was ich nach dem Aufstehen mache, ist, natürlich habe ich erstmal geduscht und ich trinke jetzt erstmal einen kleinen Kaffee, denn ich schneide jetzt ein Video, also nicht, dass ich das brauchen würde, aber ich habe jetzt heute einfach irgendwie Lust auf Kaffee. Ich finde, wenn man von irgendwas abhängig ist morgens, um wach zu werden, deswegen trinke ich nicht jeden Morgen Kaffee und ja, nur wenn ich Lust habe, ich habe jetzt Lust, deswegen trinke ich jetzt einen Kaffee. Ja, also wie ihr seht, ich bin eigentlich relativ wach. Und das Ganze ist nicht deswegen, weil ich jetzt gerade einen Schluck Kaffee getrunken habe, sondern ganz einfach, weil ich morgens fast immer eine Kaltdusche mache. Sprich, ich dusche mich erstmal ganz normal ab, wasche mich und dann mache ich das Wasser ganz, ganz kalt. Und das gibt mir einen richtig, richtig guten Boost am Morgen. Also man muss erstmal dahin kommen, dass man das macht, weil ja, wenn man weiß, man geht jetzt in die Dusche und will dann kalt duschen, denkt man sich so erstmal, ja, soll ich jetzt duschen? Aber wenn man das danach gemacht hat, beziehungsweise ganz am Ende davon, von der Dusche, wird man sich richtig danken, weil man dann einfach mega wach ist und das irgendwie auch gut tut. Erstmal denkt man sich, das ist mega kalt, unangenehm, aber wenn ihr das gemacht habt, Freunde, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Erstmal ein Video schneiden. I'm all up on my moves and I'm all up on my grind. Don't tell me what to do, I don't really got the time, yeah. I don't really got the time, I don't really. I'm all up on my moves and I'm all up on my grind. Don't tell me what to do, I don't really got the time. I'm all up on my moves. Das Video ist geschnitten und es wird erstmal gefrühstückt. Let's eat the good food. Was sagen Sie dazu, dass Sie nicht alles von der Eiflüssigkeit reinmachen? Ist das nicht Verschwendung? Zum Frühstück wird's ganz einfach Toast geben mit bisschen Aufschnitt. Dazu Omelette, Ketchup drauf, Käse drauf. Easy Frühstück. Und dabei noch ein Kakao. Essen ist drin. Erstmal zu Willi. Hey man, what's up, my friend? Hallo. Hi. Na, hi. Was sind wir jetzt, ne? Wow! So, meine Freunde, wir haben gerade Hamburg geguckt. Arthur hat natürlich mitgeguckt gegen Hoffenheim. Wie fandest du das Spiel, Arthur? 3-0 ausgegangen für Hamburg, hast du ja gesehen. Ich habe nicht mitgeguckt, Bro. Oh, das war Handy. Oh. Auf jeden Fall war heute wieder ein Interessent am Start. Und für denn ein Interessent, Digga? Für unser Auto, wir haben das ja inseriert und wollen das verkaufen, wollen ein neues Auto kaufen und ja, das Auto ist wahrscheinlich weg. Die beiden wollen das morgen kaufen, beziehungsweise wollen morgen vorbeikommen, das Auto abholen. Wir hatten schon einen Preis ausgemacht. Ja, morgen wird das Auto dann wahrscheinlich umgemeldet und hin und her, dann werden wir erstmal kein Auto haben. Dann müssen wir erstmal gucken, was für ein Auto wir uns kaufen. Wird jetzt nicht so ein, also wird schon ein Upgrade wahrscheinlich, aber jetzt nicht, dass jemand denkt, dass wir uns ehrlich ein M4 kaufen wollten, weil das dann wird hier echt nicht so. Er wird halt ein Lambo kommen und ja, Lambo, Ferrari, McLaren. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit Flying Uwe geschrieben. Er hat gesagt, der McLaren ist eine Unterhaltung, kostet schon ordentlich Geld, aber ich habe abgeglichen. Es geht auf jeden Fall klar. Geht, ne? Ja, also ja. Freunde, heute ist Sonntag, heute ist Rest Day und
Das Krasse ist, heute war es wirklich schon um 15 Uhr oder so dunkel draußen, halt also, stockdunkel, aber es war dunkel. Aber das Beste an solchen Momenten ist, beziehungsweise an solchen Sachen, wenn man am Tiefpunkt ist, Freunde, ich sehe das jetzt als Tiefpunkt, dann kommt irgendwann auf jeden Fall der Hochpunkt. Aber so, warum ist das ein Tiefpunkt, nur weil es dunkel ist? Ich meine einfach so, das war der Hochpunkt von der Dunkelheit, sagen wir eher so. Okay. Damit will ich einfach nur sagen, Freunde, wenn ihr in irgendwelchen Lebenssituationen irgendwo am Tiefpunkt seid, dann seid euch einfach bewusst, es wird besser. Ganz und wenn klar. Ihr oben seid, an einem Hochpunkt, dann genießt diesen Hochpunkt und seid euch auch bewusst, es wird wieder ein Tiefpunkt ganz kommen. Ganz genau, es wird immer ungefähr wie ein Zickzack gehen. Manchmal gibt es Abschnitte im Leben, da geht es einmal richtig überragend, genießt die Zeit. Also habt nicht im Hinterkopf, dass es schlechter wird, genau. Aber es wird früher oder später, es wird nicht durchgehend alles nach Plan laufen, das ganz normal im man Leben. Man soll einfach vorbereitet sein auf alles im Leben und man kann natürlich nicht vorbereitet sein, aber mit der Einstellung, finden wir, ist man immer relativ genau. Gut aufgestellt. Genau, deswegen sollte man jeden Tag genießen, egal, auch wenn es einem gerade nicht so gut geht, dann auch diesen Moment genießen, weil ihr wisst, wenn ihr zurückguckt und es euch besser geht, dass ihr diesen Moment gut durchgelebt habt und wusstet, es wird besser und dann am Ende wurde es besser und deswegen sollte man immer positiv im Leben sein und jeden Tag so mitnehmen, wie er ist, genau. Auch wenn es einmal vielleicht schlechter geht. Im Endeffekt haben wir schon so oft gesagt, solange ihr ein Haus habt bzw. ein Dach über dem Kopf, geht es euch genau. Gut. Also Freunde, wie gesagt, es kommt immer nur aufs Mindset an und unserer Meinung nach ist es ein positives Mindset, immer zu denken, an einem Tiefpunkt wird ein Hochpunkt kommen, weil wenn ihr dann beim Tiefpunkt seid, könnt ihr euch vorstellen, es wird ein Hochpunkt kommen und ihr werdet einfach besser gelaunt sein, deswegen, weil ihr wisst, es wird ein Hochpunkt kommen, es wird auch einer kommen, ja. Und wenn ihr bei einem Hochpunkt seid, dann genießt ihr einfach die Zeit extrem und ja, so sind wir echt drauf. Ich bin gerade an einem Tiefpunkt, weißt du warum? Warum? Weil ich Hunger habe, Mann. Komm. Aber wir wissen ja, das heißt, es wird gleich Essen geben. Und zwar gibt es Bishwarma. Bishwarma. Was heißt das übersetzt, Mama? Okay. Das sind auf jeden Fall Nudeln mit Fleisch und... Ja, was kann man? Zwiebeln, Zwiebelfleisch, Zwiebeln, Essig. Was ist Essig? Und aber für den natürlich. Genau. Und selbstgemacht heute, ne? Ja. Schauen wir mal, wie das Ganze gleich aussieht, ne? Wenn es fertig ist. Freunde, ich habe auf jeden Fall Bock auf das Video. Es schmeckt überragend. Macros sind sogar ganz gut, weil das Fleisch hat relativ wenig Fett, oder Mama? Mhm. Okay. Ja, hat es wahrscheinlich. Low Fat. Freunde, das Fleisch ist ehrlich Lauffett, hat nur 5 Gramm Fett, also mit übelst klar. Papa, was ist das? Was? Das die Nudeln werden es. Guck mal. Daraus macht man Nudeln. Okay. Schauen wir mal, wie das aussieht, oder? Na, Papa hat die doch nur gemacht, ne? Nicht so. Oh, Willi, was machst du hier, Feines? Make a Reason Noodle, man. A Reason Noodle? Die größten Nudeln der Welt, Freunde. Die größten Nudeln der Welt. Guckt euch das mal an hier. Also wenn das nicht die größten Nudeln der Welt sind, dann weiß ich auch nicht. Die sind größer als jegliche Lappen, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Absolute Masse. Ich würde sagen, Off-Season-Nudeln sind da, oder? Das sind die Nudeln, die man... Ich mach die ein bisschen shredded, Digga, weil ich mach die ja... Shreddest du die runter, oder was? Ja, ich mach die jetzt dünner und so. Ach so, aber meinst du, die sind halt eher für den Aufbau und in der Diät dann ganz normal aus dem Supermarkt essen? Genau. Das ist jetzt halt unser Trick so, um runter zu shredden einfach nur. Richtig, ja. Also Freunde, ganz simpel, wenn ihr runter shredden... Hallo Saskia, wie geht's dir überhaupt erstmal heute an diesem Tag? Ja. Okay, klasse, ihr geht super. Auf jeden Fall, Freunde, ganz klare Sache, in der Diät, Nudeln aus dem Supermarkt und im Aufbau macht ihr euch Riesennudeln selber, damit ihr auch riesige Muskeln draufpackt. Das ist natürlich Spaß. Ne? Willi, gib alles! Sag, du wolltest was sagen? Das hier ist für Willi und Arthur, für mich, oder für meinen Bruder und für meine 2 Schwestern. Okay. Boah, er ist immer dabei einfach. Freunde, das Essen ist jetzt fertig, hat meine Mom gemacht auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das geht. Ich würde sagen, jetzt werden erstmal die größten Nudeln der Welt probiert, oder? Okay, die sind ein bisschen geschrumpft, oder? Die sind ein bisschen kleiner geworden.
Ja. Auf jeden Fall habt ihr die ja gerade gesehen, oder habt ihr die gesehen? Klar, wir haben die auch gerade gemacht, ganz genau. Also man hat erstmal so ein, das sind selbstgemachte Nudeln, deswegen hat man das erstmal ausgefahren und dann klein geschnitten. Und deswegen sind die jetzt natürlich klein und nicht so groß geblieben, weil wie willst du so einen riesen Teil in eins machen? Ganz genau. Wir haben hier drauf, also ganz abgespeckt, ich weiß nicht genau, wie das Rezept geht. Wir haben hier diese riesigen Nudeln drin, dann haben wir da Fleisch drin, Zwiebeln drüber und so eine Special Soße. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal. Probieren wir mal. Bro. Schmecken Weltklasse, Freunde. Also die Dinger haben einfach so ein leicht, nicht säuerlich, aber durch das Essig, da ist ein bisschen Essig drin, schmeckt auf jeden Fall überragend. Und ich würde sagen, essen wir mal, oder? Essen wir mal. I'm a star just shining through some Ray-Bans. You was just another bitch with a spray tan. Me and my homies, we call that fake, man. Hey, man. I'm all up on my moves and I'm all up on my grind. Don't tell me what to do, I don't really got the time. I'm all up on my moves and I'm all up on my grind. Don't tell me what to do, I don't really got the time. Bro, irgendwie im letzten Video war die Treppe eigentlich ganz cool zum Filmen, ja? Und weil wir jetzt gerade eh nicht reingehen dürfen ins Wohnzimmer, weil da alle einen Film gucken und die uns nicht mögen. Und nicht mit uns gucken wollen, weil ja. Die uns nicht mögen. Wir sind immer die zwei, die... Ja, die zwei, die hier Essen abwiegen, die zwei, die da am Handy sind, Social Media, die zwei, die Treppe runterrutschen, die zwei, die sinnlose Sachen machen, die zwei, die einfach nur dummes Zeug reden, oder Benni? Was denn? Die zwei, die dummes Zeug reden, oder? Mhm. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt auf der Treppe, wollen mit euch, Willi, komm doch runter, was ist los mit dir? Man kann auch gehen eigentlich, oder? Ja, und wir haben gerade gegessen, dachte mir so, ich hole mir gleich safe noch einen Teller. Aber erstens, ein Teller hat ungefähr fast 2 Kilo gewogen, locker. Gefühlt ehrlich, ne? Ja, gefühlt 2 Kilo gewogen. Ich esse, denke mir so, yo, kein Thema. Und auf einmal hat es gekickt, jetzt ja. Bin ich so heftig voll. Bei mir überhaupt in den letzten Tagen bin ich eigentlich relativ, also mein Appetit ist viel, viel schneller gedeckt. Bei dir auch? Ja, deswegen habe ich jetzt auch angefangen, wieder ein bisschen mehr zu frühstücken, ein bisschen früher aufzustehen, also ein bisschen mehr Zeit zum Training zu haben, um einfach mehr essen zu können, damit es einfach nicht am Abend eine Stopferei wird, habe ich nicht so Bock drauf. Ganz genau, lieber, also wenn ihr selber euch erwischt dabei zu naschen und ihr wisst sowieso, ihr kommt nicht auf eure Kalorien, macht es keinen Sinn, euch dabei schlecht zu fühlen. Das ist einfach nur der Körper, der in dem Moment Hunger hat, dann gibt dem auch in dem Moment sein Essen. Das habe ich mir auch gesagt. Oft, wenn ich in der Küche stehe und mir zum Beispiel Essen zubereite oder einfach in der Küche bin, da habe ich oft so Momente, wo ich einfach was snacken will. Und ich habe oft nichts gesnackt, weil ich einfach gedacht habe, du darfst das nicht, sonst hast du deine Kalorien voll. Aber im Endeffekt, wenn ihr dann auf sowas verzichtet und dann abends alles reinstopft, macht das auch keinen Sinn. Deswegen immer gucken, wie es zu eurer Situation passt, wenn ihr die jetzt seid, natürlich... Finger weg vom Snacken, Freunde. Aber das war's auch mit dem Video heute, ist Rest Day. Heute ist kein Training, heute ist halt nur Essen und... Essen und Essen. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video trotzdem gefallen, Freunde. Falls ja, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Über einen Kommentar würden wir uns auch natürlich freuen. Und nicht zu vergessen, Freunde, wir haben gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Das ist das vorletzte Video, ne? Nein, das vor 3 oder so. Einfach ein I. Ja, einfach hier ein I. Und, falls ihr euch abonniert habt, Freunde, könnt ihr gerne abonnieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.